Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 58 von City Skylines. Ja, wir sind immer noch dabei, hier zuzusehen. Hier war doch gerade ein Haus zum Abreißen da. Dass wir Leute kriegen, die nicht gebildet sind. Aber jetzt fängt das hier auch wieder an. Ja, das sind glaube ich noch Wohnhäuser hier, aber hier im Industriegebiet, oder sind das auch noch Wohnhäuser? Ne, hier geht's doch jetzt, oder? Das muss auch weg, kann neu gebaut werden. So, und hier sind wieder die Häuser, die wir alle abreißen müssen. Und da ist auch noch eins. Ja, und wollen dann hoffen, dass noch mehr Leute hier zuziehen, die keine Schulbildung haben und hier dann anfangen. Und da fängt es auch schon an. Ungebildete. Oh, da geht's ja richtig rund. Die fahren über die Straße und dann hier rüber, da rauf. Ganze große Schlange. Okay. Sieht cool aus. Und hier strömen sie auch andersrum in die Stadt. Funktioniert also. Bagger aus. Ja. Geht's nur links rum für die? Auch gut. Ja. Aber wir müssen auch gucken, dass wir hier andere Probleme wieder lösen. Ich habe hier so viele Mülleimer eben gesehen. Gebäude leert sich. 60% voll. Wie sieht's hier aus? Kein Platz mehr. Das müssen wir da schon leeren. Gebäude leert sich, passt. Da bei den Windmühlen war auch noch Räumung beendet, kann sich also wieder füllen. Und der ist voll, der muss geleert werden. Hier rechts war noch was. 57% voll. 100% voll, muss also geleert werden. Hier haben wir auch Dreier. Ja, können wir schon mal anmachen, ne? Leert sich aber. Der kann umgeschaltet werden. Passt. Habe ich den eben schon gehabt? Nee, ne? Ja, haben wir doch gehabt. Macht sich gerade leer. Den hatte ich schon. Hier unten war dann noch einer. Der 54% voll. Gebäude leert sich aber. Und hier war auch noch wieder was. Wird auch leer gemacht. Füllt sich. Füllt sich. Passt. Das war Abwasserrohr. Ich wollte die Müllverbrennungsanlage haben. Die ist es. Ja. Die funktioniert, würde ich sagen, ne? Ist noch voll. Wird voll. Entleert sich. 94% voll. Das ist nicht gut. Und hier hinten dann war auch noch was. Voll, muss ich also leeren. Und 20% voll. Leert sich. Müssen wir noch gucken, ob wir noch irgendwo was haben. Aber ich glaube, das war's, oder? Ja. Ich bin schon gewillt, da noch einen hinzusetzen. Komm, machen wir noch einen. Hat keinen Sinn. Und da auch noch einen. Wie schaut das hier aus? Was machen wir hier? Da sind schon so viele. Ja.
So, das passt dann aber. Feuerwehr müssen wir jetzt nochmal ein bisschen machen und Krankenhaus. Für hier hinten vor allem, oder? Ach nee, guck mal, krankenhaustechnisch ist das ja abgedeckt. Durch das da hinten. Ohne Arztpraxis. Oh, guck mal, wie viel da schon wieder blinken. Nee, ist nicht verlangt, friedhofstechnisch. Sind die wohl auch versorgt? Nee, eigentlich nicht, ne? Passt da irgendwie nicht hin. Da geht er auch nicht hin. Müssten die beiden Häuser verschwinden, das möchte ich nicht. Ist keine schöne Stelle, aber machen wir mal da rein, ne? Und da kommt so eins noch hin. Passt. Sagt die Feuerwehr. Oh, hier brennt es, wenn richtig. Nochmal ein großes Feuerwehrhaus hier hin. Oh, das sieht gut aus. Obwohl es hier ein bisschen knapp werden könnte. Zack, kommt noch einer hin. Sieht gut aus. Ist alles abgedeckt. Ja, solche Betriebe sind natürlich sowieso schwer zu löschen, ne? Kriminalität, sollen wir da nochmal was gegen tun? Ich glaube ja, ne? Ideal. Bildung ist hier nicht gefragt. Wollen wir ja nicht. Jetzt auf der anderen Seite aus, da ist alles im grünen Bereich. Da einigermaßen auch. Highschools haben wir auch. Oder Unis sind das. Da wollen wir keine Unis. Linie haben wir letztens gemacht. Die fährt aber nur da intern, ne? Ja, okay, das passt aber schon. Einzigartige Gebäude, was ist das hier? Statue des Wohlstandes. Aber haben wir schon gesetzt, oder? Ja, ich glaube, die haben wir schon. Gut. Ja, Geld spielt keine Rolle zurzeit. Läuft. Will ich auch gar nicht hier dran rumschrauben jetzt, deswegen. Das waren Richtlinien. Ja, Richtlinien hier, ne? Dürfen nicht abreißen. Ja, was willst du da machen? Industrieflächenplanung, was ist das denn? Tja, weiß ich auch nicht. Steuererhöhung. Nee, das lassen wir mal alles schön, so wie es ist. Aber der Bagger, der muss hier mal kommen. Das nervt. Warum kriegen wir das mit den Industrien hier nicht hin? Wir reißen immer wieder ab. Und hier ist ja schon am Ende ein bisschen besser. Es ist ja schon immer mehr Kerngebiet, kann das sein?
die wollen auch Ungelernte wahrscheinlich haben, ne? Oder sag nicht, die wollen ja jetzt Gelernte haben. Ein überqualifizierter Arbeiter. Die wollen auch Ungebildete. Und dann ist schon wieder das nächste da. Zum Abreißen. Also das in den Griff zu kriegen ist etwas schwierig, glaube ich. Machen wir den Bagger aus. Dann gucken wir mal hier nach dem Boden. Schätzen. Das heißt, hier könnte eigentlich auch noch Wohnraum hin. Zweispurige Straße. Okay, dann machen wir hier auch noch zweispurige Straße rein. Da irgendwo noch was zwischen her. Da wird's gehen, okay. So, das hätten wir. Machen wir nochmal das Ganze. Geht's, oder? So, haben wir gemacht. Schöner Wohnraum neu, ne? Müssen wir nur noch vollziehen jetzt. So, Skylines bauen wir. Auch. Müssen wir nur gucken mit Wasser und so, dass wir das auch noch haben. Und Strom, ja, das müsste auch knapp werden. Strom müssen wir auch noch beachten. So, hier. Machen wir auch noch hin. Fertig. Gut, Wasser. Fehlt ein bisschen da.
So, passt's. Wasser ist da. Aber wir müssen gucken, dass wir noch hier weiterarbeiten, oder? Oh ne, geht eigentlich sogar. Abwasser eher noch. Da müssten wir nur ein Abwasserkraftwerk haben. Die machen das Wasser sauber, ne? Dann können wir daneben noch einsetzen. Hier ist das. Schmutzwasser? Ne, die saugen Wasser ein, ne? Oder? Wasserpumpstation. Abwasserrohr. Dann setzen wir da noch einen zweiten hin. Ja. Und kommen, wenn wir schon dabei sind, den dritten auch noch. Das verbinden wir jetzt mal gerade. Untereinander schön verbunden, da kommt es gleich raus und daneben machen wir gleich schon noch so ein Klärwerk hin. Ne? Passt. Oder? So, Wasser aus. Soll noch irgendwie angeschlossen werden? Ich glaube nicht, oder? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, der holt das aus dem Fluss raus und macht das sauber, oder? Gut, okay. Haben wir. Gut, dann würde ich auch sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.